Kann ich noch mit dem reden oder schläft er? Burp, da Land wimmelte eins von frisch. Ich wünscht, ich sähe das noch einmal. Züchte dich für mich, ne? Cool. Da rosa Ding, da saftiges Ding. Du lässt da Ding jetzt draußen wachsen? Ja. Ah, ich sehe. Du wächst da Ding, aber es ist immer noch klitzeklein. Komm wieder, wenn es Bombo groß ist. Okay, haben wir schon mal das erste richtig, die Melonen. Aber wie gesagt, so transparent bin ich ja. Das habe ich halt auch nachgelesen. Sonst hätte ich überlegt, hä, rosa. Wäre vielleicht irgendwann mal auf Melonen gekommen, wenn überhaupt. Ja, deshalb ganz gut, damit man mal ein bisschen vorankommt. Ich gehe jetzt einfach pennen, weil egal. So. Theoretisch könnten wir die Sachen hier auch düngen. Oha, ein Regentag. Ja, dann gibt es ja hier noch das Meerjungfrauenrätsel. Ah, jetzt kann ich natürlich nicht nachgucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, die Sachen werden halt noch nicht reif sein. Ich weiß halt aber auch nicht, wie die reif aussehen. Söderle. Ja, bevor ich zurück zu unserem Heimhof gehe, würde ich jetzt mich hier nochmal umgucken. Ob wir hier nochmal Würmer haben oder ähnliches oder nochmal sieben können oder. Ach, guck mal da. Apropos oder. Das neue One Piece Kapitel, Leute. Joy Boy. Ich sag nur Joy Boy. Ohne zu spoilern, ich sag nur Joy Boy. Joy Boy. Kam jetzt halt raus, ne? Wo ich jetzt aufnehme. Das heißt, wenn die Folge draußen ist, schon wieder ein alter Schuh. Da ist schon, da weiß man schon wieder mehr. Wobei, jetzt nächste Woche erstmal Pause ist. Aber ja. Joy Boy. Hype. Der Hype ist real. Würde ich mal behaupten. So. Wir flitzen gleich zu unserem Heimathof. Eine Sache würde ich aber eventuell gleich noch kurz machen. Abgesehen davon, dass ich jetzt die Sachen noch kurz einlagere. So, ich lagere die jetzt schnell nochmal ein. Den Ingwer. Ingwer haben wir auch zu Hause, aber jetzt haben wir halt hier nochmal Ingwer. Der Quatsch muss sowieso mit. Der Quatsch kommt nach draußen. Ja. So. Genau. Ah ja, eine Sache wollte ich ja noch nachgucken. Ist aber weil wegen Regen und so. Oh, hallo. Dankeschön. Da war die Aufnahme gerade wieder kurz am Stottern. Okay, der Weg hier ist nicht frei. Ich glaube, hier wird ein Weg frei unter bestimmten Voraussetzungen. Aber ja. Ja, wie gesagt, zu dem Fest will ich nicht. Das Fest juckt mich relativ wenig bis gar nicht. Hallo, ihr zwei Spatzels. Hallo. Und ich frage mich immer noch, ob man seine Familie mitnehmen kann. Rüber. Wäre eigentlich sinnvoll, wenn es geht. Ja, und wenn nicht, dann nicht, ne? Aber ich meine, wenn man das Haus schon ausbauen kann und so, da drüben, also, beziehungsweise zumindest dekorieren kann. Ja, was ich jetzt in dieser Kiste will, weiß ich selber nicht. So. Eigentlich gar nichts. So. Zack. Zack. Ich würde mal behaupten, dass ich mal nach den goldenen Kokosnüssen gucke. Wo habe ich die denn wohl reingeschmissen? Hier halt nicht. Hier. Hier. Zwei Stück, aber zum Aufbrechen ist Clint ja eigentlich gerade auch gar nicht da. Aber ich würde die mal hier reinpacken erstmal. Damit wir schon mal dahingehend Bescheid wissen. Ja, jetzt die Masterfrage, habe ich noch irgendwo welche? Die können wir theoretisch auch mit rübernehmen.
würde ich jetzt mal so sagen. Weil, wie gesagt, die sind, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, ein Zahlungsmittel. Aber wir lassen die erstmal. So. So. Ich gucke gerade. Ja, hier hatte ich halt gerade eigentlich reingeguckt. So. Ich gucke halt gerade, ob ich noch irgendwo hier goldene Kokosnüsse mit reingeschmissen habe. Ich wollte gerade sagen, hier sind nur Blumen und Rotkohl. Hier auch nicht. Da auch nicht. Okay. So. Na, sie arbeitet natürlich heute nicht wegen dem Fest, das ist ja klar. Ja, da sind zwar Würmer, aber ich glaube, es zählen nur die Würmer wirklich auf der Ingwerinsel als Grabungsstätte. So, das blubbert noch. Die liefern auch sehr zuverlässig. Ich glaube, hier oben, die sind tatsächlich immer dann parallel fertig, wenn auch der Wein fertig ist. Zumindest war das bei den letzten Malen so, kann aber auch Zufall gewesen sein. So, okidoki. Tralalala. Diese Winterwurzel liegt draußen in der Kiste, ja. Da war ich mir jetzt gerade nicht so hundertprozentig sicher. Oh, hallo, Herr Specht. Ja, tatsächlich hier. Okidoki. Ja, Clint ist ja leider nicht da. Sonst hätte ich gesagt, wir können Sachen aufbrechen gehen. Ja, was machen wir denn jetzt? Uns doch um die Tiere kümmern? Wie sieht das mit dem Fressen aus? Aber Mani ist ja auch nicht da. Und runterreiten kann ich heute sowieso nicht. Ja, komm. Weil auf der Insel können wir jetzt auch gerade nicht so viel machen. Gerade. Weil ich glaube, das ist Quatsch, wenn wir jetzt nicht gerade zufällig drüben sind und Skelettteile finden, die uns fehlen oder so. So. Ja, hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich mache jetzt gerade auch bewusst keine Mayo. Ich hätte auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das so lange dann auch auf der Insel dauert, wenn ich ehrlich bin. Wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass sie so einen Umfang hat. Also ist es eigentlich sehr löblich, weil überlegt euch das mal. Die kam jetzt noch dazu, die bietet jetzt auch nochmal wieder neue Sachen zum Erkunden, zum Rätseln und. Und das alles for free. Das Spiel kostet unter 15 Euro, ich glaube knapp 13 Euro. Ich bin mir immer nicht immer jedes Mal nicht sicher. Auf jeden Fall definitiv unter 15 Euro. Man kann hier so viel Spielspaß rausholen. Das ist unfassbar. Andere Entwickler hätten wirklich jedes Update irgendwie als kleines DLC zum Bezahlen rausgebracht. Also sehr löblich. Also ich sag mal so, das nächste Spiel, also Haunted Chocolatier, werde ich mir definitiv kaufen, das ist ja klar. Und ich glaube, ich werde mein Leben lang die Spiele dieses Mannes blind kaufen, wenn er sich treu bleibt. Und ich muss dazu sagen, mit treu bleibt meine ich nicht mal unbedingt, dass ich jetzt alles kostenlos will, so wie es jetzt hier bei Stardew der Fall war, sondern einfach nur die Art und Weise, diese Liebe, die in das Spiel fließt, diese Möglichkeiten und so. Ja, also ich hätte zum Beispiel für die Ingwerinsel, ich hätte auch gezahlt für den Inhalt, beispielsweise. Und das wäre für mich vollkommen okay gewesen, ist aber nicht notwendig. Inventar wahrscheinlich schon gut zugeklumpt, ne? Ja. Wie gesagt, wir streicheln die jetzt, wir sammeln die Sachen, aber ich habe jetzt gerade eher weniger Lust, Mayonnaise und so zu machen. Weil, ja, wir haben auch die Kohle gerade nicht nötig, selbst wenn wir fressen kaufen. Wir haben gerade genug Kohle auf dem Konto. Das passt schon. So.
Ah, ich will. Aha. Mit dem Huhn interagieren. So. Okay. Liegt hier noch irgendwo ein Ei? Ich glaube nicht. So. Dann mache ich schon mal einmal das Inventar kurz leer. Wenn wir uns um die Tiere kümmern, müssen wir halt auch so korrekt sein und das auch, ne? Mit Rex sein Napf machen. So. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So, nur die gute Wolle und die gute Pfote kommt hier rein. Entenfedern verkaufen wir ja grundsätzlich. So. So, so, so. Das wäre das. Und dann wollen wir mal hier reingucken, bei unseren kleinen lieben Kühen. Na? Ups. Na, Mädels? So. Gib mal her hier den guten Stuff. Zack. Wenigstens um die Tiere dann heute kümmern. Wie gesagt, auf der Insel jetzt großartig Sachen machen. Ich glaube, da kommen wir gerade nicht weiter so richtig. Deshalb, das macht wenig Sinn. Das macht gerade wenig Sinn. Wir müssen jetzt erstmal warten, bis unsere Melonen groß gewachsen sind. So. Ja, guten Tag. Ich möchte mich an der Stelle auch nochmal entschuldigen für die Soundprobleme in der letzten Aufnahme. Hat 2 Folgen betroffen. Ich hoffe nicht mehr, bei 2 ist es mir aufgefallen. Ich bin mir unsicher, ob es am Mikrofon liegt oder an OBS oder an irgendwas anderem tatsächlich. Also, ich teste eigentlich vor jeder Aufnahme das Mikrofon, ob alles in Ordnung ist, mit einem anderen Programm. Und tatsächlich habe ich das natürlich auch heute gemacht. Wie gesagt, ich mache das eigentlich immer, weil Vorsicht ist besser als Nachsicht. Da gab es keine Probleme. Das heißt aber dennoch nicht, dass es nicht daran liegen kann. Weil wenn das Kabel einen Wackeligen hat und ich mich zum Beispiel umsetze und dann vielleicht ungünstig irgendwie gerade am Schreibtisch wackel, kann das natürlich dennoch sein, dass das Mikrofon in dem Moment dann ja diese Soundprobleme bekommt. Und ja, ich hoffe halt, dass das nicht jetzt irgendwie zu häufig passiert. So. Gut, das hätten wir. Haben wir die wenigstens mal gestreichelt. Mensch, jetzt können wir die erstmal wieder vernachlässigen. So. Na, guck mal. Dann gib mal her hier. Warte kurz. Machen wir das direkt so. Ich glaube 24 sind es immer, ne? Ja. Dann passt das ja. Na, rein da. Ey, hallo. So. Da wollte er gerade einfach wieder nicht, der Schlingel. Ich glaube es ja nicht. So, das haben wir. Könnte also sein, dass heute Früchte fertig sind, aber da hingen jetzt keine Früchte dran. Vielleicht dauert das auch 2 Züge, bin unsicher. So, zählt das hier hinten? Oder wie soll ich da rankommen? Hallo? Ja, cool. Da kam ich auch gar nicht dran. Was war das denn für eine Verarsche jetzt? Egal. So. 18 Uhr im Game schon wieder. Ja, leck mich doch fett. So, das heißt, rüber zur Insel kommen wir nicht. Ne, hier ist nichts fertig. Dann vielleicht bei der nächsten Weinlieferung. Okidoki. Warte. Der Vollständigkeit halber, wenn wir jetzt eh schon mal hier sind. Na, nicht daneben hauen. So. Wenn wir doch jetzt eh schon mal hier sind. Okay.
Okay. Erstmal wieder die ganzen 3 Milliarden Eier. Okay, die gingen schon mal nicht. Ist aber okay. Und dann fliegen die halt raus. Dann verkaufen wir die einfach, ein gutes. So. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Ne. Hä, bin ich denn jetzt blind oder was? Ja, bin ich. Sehr blind. Sehr, sehr blinder Mann. So. Wo ist das Ding da? Dann haben wir noch die gute Wolle. Warte, dann kurz in den Kühlschrank gucken. Na, guck mal, da ist Kaviar fertig. Die gute Milch. Haben wir denn auch die gute andere? Jawohl. So, den Rest verhökere ich. Einfach, weil wir es können. Der Wein kommt natürlich in den Keller, aber erst einmal brauche ich Störleich. Zack. So, dann kommt der gute Störleich hier rein. So, das habe ich nämlich gerade übersehen. Das kommt natürlich hier rein. So, Wein in den Keller. Das ist schon eine Menge. So, der Rest wird verhökert. Ja. Was ein toller Hoftag. Wie aufregend. So. So, das wäre es. Ja, und jetzt? Ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht, Mensch. Mal gucken, ob hier oben noch irgendwas rumliegt. Die Zeit nehmen wir uns jetzt einfach. Ich kann auch einfach pennen gehen. Geht auch, klar. Großvater schreien. Also jetzt müsste der, also spätestens jetzt hätte der uns den Segen geben müssen. Ey, Riesenhof. Irgendwie alles, was an Vieh geht, fast. Viel Geld, relativ viel Geld. Alle Items auf höchstem Stand. Also, ja, dann auch noch die Sache mit der Ingwerinsel. Also, wenn der jetzt gesagt hätte, nee, du hast den Segen nicht verdient, dann hätte ich auch gesagt, alles klar, Großvater, du Arsch. Hm, cool. So, was geht hier ab, außer dass es gefährlich ist? Oh Gott, ich gehe direkt wieder raus. Wie gesagt, das ist auch keine Notwendigkeit. Wir haben es, aber ich muss da jetzt auch nicht irgendwie meinen Arsch riskieren. Weil da ziehen wir jetzt gerade nichts raus, was wir großartig brauchen tatsächlich. Okay, warte, ich gehe nochmal hier rüber, weil hier waren noch Würmer. Ich grab jetzt einfach nochmal. Einfach, weil, wieso nicht? Auch wenn wir jetzt nichts Weltbewegendes hier kriegen, aber... Die Zeit war halt noch da. So. Dann gucken wir mal. Zack und Winterwurzel. Bei den beiden Sachen weiß ich es gerade gar nicht. Also eine Sache davon ist im Kühlschrank. Sind beide davon im Kühlschrank? Nee. Gut. Ja, Pegasus. Ich würde sagen, gute Nacht, mein Bester. Machen wir jetzt einfach mal. Oh, hallo Schatz. Nein, ich will mit der Frau reden. Das war schön. Es ist gut, mit allen in Kontakt zu bleiben. Erzähl mir von deinem Tag. So. Mein Tag war richtig aufregend. Da kannst du wovon aus. So. Das hier rein. Ich bin eher im Bett. Ich bin schneller. Ich bin schneller. Propeller. Guck, 3,90 Mark verdient. Geil. Winter ist auch bald schon wieder vorbei, übertrieben gesagt. Aber es geht halt hier auch schnell im Spiel.